Was sagst du? Du hast mich? Das glaube ich nicht. Du hast dich schon wieder nicht gewehrt. So eine Loser. Ich meine, wenn die sich nicht wehren, was erwarten die dann? Soll ich die dann leben lassen? Nö. Wenn die es mir schon so einfach machen. Haben wir noch einen Arzt. Aber ich würde jetzt eigentlich, ich guck mal auf die Karte, wo ich hier... Sonst habe ich hier schon wieder irgendwo ganz komisch lang. Ach, dann holen wir uns einfach noch diesen Aussichtsturm. Warum nicht? Wenn der hier eh schon so auf dem Weg ist. Wo ist der denn noch? Da hinten. Oh, wir können ja mal eine Leiter nehmen. Einmal nach oben. Und darüber. Oh, das war knapp. So. Ei. Das sieht aber lustig aus hier. Ja. Pff, toll, hält er sich da fest. Aber wir können ja hier hoch. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das ist ja auch nicht schneller. Oh, hier haben wir aber einen schönen Ausblick. Einmal hier über ganz, ne, nicht ganz Florenz, aber über Stadtteil San Marco, wo ja auch noch was in der Datenbank zu finden ist. Ah, hier sehen wir die Stadtmauer, aber da können wir, glaube ich, nicht drauf. Oh doch, wir können sogar aus der Stadt raus. Oh, cool. Aber da müssen wir gar nicht hin. Von daher irgendwie ist das ja blöd. Ach, wir können ja mal rausgucken. Reisen in der Karawane. Ah, ein Datenbankzugang. Naja, Reisen zu Zeiten der Renaissance stellten nicht die übliche Qual dar wie heute. Stellten, ne? Achso. Sie waren einfach furchterregend. Ich dachte gerade, hä? So schön kann das ja auch nicht gewesen sein. Ja, gut. Viaggio. Na gut, oder wir schnappen uns ein Pferd. Können wir schon reiten? Mal gucken. Reiten. Cool, wir können reiten. Also ich dachte gerade, um das Pferd zu benutzen. Wo können wir denn hier hin? Was steht da? Monteriggioni, Forli und San Gimignano. Oder wie man das ausspricht. Ne, da möchte ich aber jetzt nicht hin. Ach, wir nehmen das Pferd mal mit. Achso, das dürfte nicht mit in die Stadt. Das ist aber schade. Gut. Oh, je. Hier können wir uns... Ja, hier ist keiner. Toll. Hier können wir in andere Städte reisen. Was aber jetzt ja gerade nicht geht, weil da keiner sitzt. Toll. Da haben die schon so ein Reisebüro und dann ist da keiner, der uns die Reisen verkaufen will. So. Vielleicht sollte ich doch noch mal auf die Karte gucken. Sonst irre ich hier wieder in Florenz rum. Oh, Ospedale degli Innocenti. Ach, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aha, Hospital der Unschuldigen. Ah, Waisenhaus für ungewollte Kinder. Na, das ist natürlich... Okay, ich überfliege das jetzt hier eben nur. Ich weiß nicht, so hilfreich ist es, glaube ich, nicht. Zur Story ist es auf jeden Fall, also fürs Verständnis der Story ist es auf jeden Fall nicht wichtig, würde ich sagen. Na, nachts sind auch keine Wachen auf den Dächern, zumindest nicht so viel. War da eben, ich habe doch gerade was glitzern gesehen. Gucken. Mit dem Adlerauge sieht man das immer besser, auch wenn es dunkel ist. Sieht man irgendwo, also hier sieht man zum Beispiel die Verstecke, die leuchten so hell auf. Und wenn irgendwo eine Truhe steht, glitzert die auch. Das sieht man dann auch. Und ja, da steht doch eine. Hä? Die hat man aber eben nicht gesehen. War das ein Grafikfehler? Ich weiß nicht. What? Ich weiß. Na toll. Aber es hat uns keine Gesundheit gekostet. Schön. Jetzt geht er hoch. Ach, die blöde Wache sieht mich. Die blöden Wachen. Na kommt. Ihr dürft euch wieder verpießen. Gut. Upsala. Hier hoch. Ach, die sehen mich ja gar nicht mehr. Gut. Problem gelöst. Hier ist doch auch irgendwie was. Ne, leider nicht. Schade. Normalerweise steht auf diesen Balkons immer irgendwas drauf. Oh, ja, da ist schon unser Ziel. So. Ach, wir sollen wieder zur La Rosa Colte. Also das hier ist ja... Huch.
Ach, hier haben wir mal eine Glyphe. Unsere erste Glyphe, die wir finden. Hey, das kann nicht sein. Unmöglich. Das ist Computercode. Ah, wir hören hier Rebecca mit uns reden. Oh Mist, verschlüsselt. Lade es auf meinen Computer. Ich bin ein Meister Hacker. Meister Hacker. Wie zu mir hoch. Oh Gott. Hallo, ich bin. Nenn mich Subjekt 16. Ah, von Subjekt 16 haben wir ja auch schon was gehört. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss dir etwas zeigen. Okay. Wir haben die ganze Zeit gelogen. Alles, was wir wissen. Alles, an das wir zum Glauben erzogen wurden. Alles falsch. Das ist traurig. Okay, ich habe die Beweise. Datei, die alles hochgeladen, aber in 20 Teile zerlegt, alle mit einem Code geschützt. Ich muss aufpassen, Königin Isabel könnte... Nein, nicht sie. Welches Jahrhundert ist es? Welches Jahrhundert? Ich habe den Code der ersten Datei in diesem Programm versteckt. Also gratis 21. Zumindest jetzt. Da ist noch 15. Das. Und auf dem Weg die Wahrheit. Die Wahrheit. Was zur... Wie ist das in unseren Animus gelangt? Oh, der Memory Kern. Wir transferierten die Daten von 16 von Abstergo zum Animus 2.0. Muss er sich reingehackt haben, als Wiedeke ihn zwischen den Sitzungen alleine ließ. Halt, eine Sekunde. Zeichen an den Wänden bei Abstergo, die Blutgeschriebenen. Das waren Hinweise. Wer wollte, dass wir sie im Animus suchen? Diese blutverschmierten Zeichen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Datei freigegeben. So, 5 dieser mythischen Szenen ähneln sich im Kern. Bist du reif genug, um es zu erkennen? Okay. Sehen wir hier irgendwo eine Frucht? Frucht. Auswählen. So. Aus. Ne, warte. Ja. Das wollte ich. Und das hier? Ne. Hier ist auch eine Frucht. Haben wir. Dem, dem, dem. Hä? Jetzt geht's in die falsche Richtung weiter. So. Da ist auch eine. Und hier auch. Das sieht man schon. Und hier. Wow! Das hat doch schon mal gut geklappt. Jetzt haben wir hier eine goldene Kugel. Passwort gefunden. 24568. Okay. Und eine Datei wurde freigegeben. So. Und wie ihr seht, hier gibt es ganz viele von. Wir haben jetzt erst eine gefunden. Die können wir ja abspielen. Man sieht nicht viel, nur rumspringende nackte Menschen. Und diese Glyphen... wenn wir die entschlüsselt haben, finden wir hier unter die Wahrheit in der Datenbank. So, bevor wir jetzt aber weitermachen, sehe ich gerade, dass meine Zeit schon wieder um ist. Und wir sehen uns dann morgen wieder und dann geht es auch mit der Story weiter. Bis dann!